Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Citybus Manager hier bei Heisenberg zockt. So, Volldampf. Einmal diesen und Schichten zuweisen. Da sind wir wieder hier. Ja, hier fehlen die Busse, das wissen wir. Einmal Tempo. Ja, wir prüfen gleich im Depot 1, ob die Busse alle halbwegs heile sind. Ja, ich kann hier keine Schicht zuweisen. Wir haben zu wenig Busse, definitiv. Also gut, dann können wir das vergessen. Gehen wir zum Depot 1 und gucken mal. Ja, da sind wir wieder auf Pause. Aha. Wie sieht das hier aus? Keine defekten Busse. Oh lala, ja gut, dann ist ja okay. Ich könnte ja mal schnell gucken, wenn wir vielleicht doch von hier oben nochmal einen Bus abzwacken, damit hier unten die Schichten da nicht sozusagen verloren gehen. Ach, jetzt bleibe ich eh hier oben. Okay, ja, dann gucken wir mal schnell. Wenn wir was Freies hätten, könnten wir das nutzen. Aber wir haben, glaube ich, auch hier oben halt nichts Freies mehr. Von daher, ergo, richtig, ja, können wir da nicht nutzen. Wir können sozusagen das andere Depot nicht unterstützen. Nee, hier ist halt auch nichts mehr. Wir müssen doch aber die Busse zurückgekriegt haben. Diese 26 Busse müssen wir doch wieder haben. Drei Schichten fehlen hier. Wie sieht es denn hier aus? Oh, dann kriegen wir hier nochmal einen rein. Hier ist dann okay, aber heute fehlen uns hier zwei Busse. Also hier abziehen ist dann sowieso nichts mehr. Das ist keine gute Idee. Gut, nicht hier auf Pause gehen. Mach mal diesen. Ich werde hier mal schnell gucken. Solo-Bus kaufen. 45.000, das hätten wir. Ja, wir kaufen mal den Kollegen. So, kaufen. Stellplätze müssen wir ja wieder haben. Wir haben ja Busse abgezogen hier. Also von daher müsste das eigentlich funktionieren. Ja, jetzt schnell gucken. Jawohl, der ist frei. Dann haben wir eine Schicht weg. Ja, ist natürlich ein Tropfen auf einen heißen Stein. Also hier fallen dann trotzdem wieder Schichten aus. Ich wollte jetzt eigentlich anfangen und gerade mal irgendwie gucken wegen einer neuen Kachel. Aber wir sehen, das ist so einfach dann doch nicht. Wie sieht es hier aus? Das müssen wir auch kontrollieren. Wenn irgendeiner gelb ist, wird er repariert. Wenn er nicht gelb ist, lassen wir ihn in Ruhe. Das gleiche bei diesem Depot. Ja, sieht doch okay aus. Klar, ein paar haben wir, die sind angeschlagen. Ne, da ist sogar noch ein gelber. Geld haben wir, das heißt, wir können reparieren. Das machen wir auch, weil das kostet hier ja. Hier sind ja nicht unsere Mechaniker zuständig. Gut, das würde soweit passen. Wie sieht es hier aus beim Schichtplan? Wäre ja schön, wenn wir zum Beispiel, oder nicht zum Beispiel, wenn wir bei den beiden externen Depots Ruhe hätten. Hier haben wir Ruhe. Hier schnell gucken, hier fehlen aber, glaube ich, Fahrzeuge. Schichtplan. Zack. Ne, guck mal. Hier ist okay. So wenig Busfahrer steht hier. Ja, da müssen wir hier nochmal gucken wegen dem Busfahrer. Das ist ganz klar. Mitarbeiter einstellen, Busfahrer. Jemand brauchen wir Büroraum. Ich sage es jedes Mal, wenn ich hier klicke, weil das demnächst dann mal kommt. Quali. Also die Freundlichkeit ist mir da wichtiger. Schichtplan Ahoi. Mal schnell gucken. Jetzt ist da genau einer reingerutscht. Ernsthaft? Nicht genug Busse. Ne, jetzt ist er wieder weg. Aber hier fehlen drei. Ja, hier fehlen dann fünf. Uiuiui. Es wird hier wild. Aber das war klar. Hier haben wir eine neue Linie zugewiesen. Wir haben 80.000. Wir können hier eigentlich... Ja, hier passt es ja. Wir gehen mal ganz schnell zum Depot 1. Gucken hier nochmal auf den Schichtplan. Da fehlt einer, ein Doppeldeckerbus. Und ein Solobus fehlt da auch noch. Wir kaufen uns hier einen Doppeldecker. So, damit wir die Schicht zuweisen können. Ist fast ein bisschen stressig teilweise. Mittlerweile. So, er ist einsatzbereit. Dann geht der weg. Wir schauen in den Schichtplan. Dann fehlt noch ein Solobus. Allen Ernstes? Okay. Für 36.000 würden wir einen Solobus eigentlich kriegen. Kommt, den kaufen wir uns noch schnell. Fuhrpark, neuen Bus kaufen, Solobus. Müssen wir kurz Geduld haben, wir kriegen aber Geld. Und dann gönnen wir uns nochmal so ein Line City, würde ich sagen. Sobald wir bei 46.000 sind, das sind wir. Kaufen, Dankeschön. Vorlage, das neue Busdesign. In modernen Bussen durch den Kanton mit dem FCSG-Logo. Sehr schön. Ne, zuweisen muss ich ja nicht, ich kann das wieder Schichtplan machen. Jawohl, dann ist der weg. Dann haben wir hier drei Tage, so wie es aussieht, glaube ich, Ruhe. Na, dann haben wir den Samstag. Ja, hier passt. Gut, sehr schön. Man sieht, die Schicht ist weg. Dann gehen wir hier wieder auf Play. Dann haben wir das hier. Aber jetzt müssen wir hier natürlich noch gucken. Hier passt ja eben noch nicht. Schichtplan. Okay, jetzt ist hier aber auch in Ordnung, aus irgendeinem Grund. Und hier fehlen noch zwei, keine Bevorzugten. Und hier fehlen dann drei, keine Bevorzugten. So, und das liegt an den Bussen, wie wir hier sehen. Wir sind schon wieder. Auf Pause gibt es doch nicht.
Wie man hier immer die ganze Zeit wieder auf die Pause gesetzt wird, das tut gar nicht Not. Oh, jetzt ist hier wieder einer kaputt. Wir haben doch gerade geschaut. Da war doch kein Fahrzeug im Eimer. Nehmen wir den mal. Nochmal was zuweisen. Zum Glück haben wir hier doch freie Fahrzeuge. Muss ich hier nochmal schnell gucken? Ne, hier ist okay. 15.000. Das heißt, beim anderen Depot müssen wir noch was hinkriegen. Mit Bussen. Hier müssen wir die Scheibenwischer noch reparieren. Wir können hier nochmal schnell gucken. 3 defekte Busse, okay. Ja, aber Licht ist doch kein Defekt in dem Sinn. Der kann doch tagsüber fahren. Gut, der dürfte. Nee, darf er gar nicht. Stimmt, man muss ja den ganzen Tag tatsächlich das Licht anhaben. Das ist natürlich auch wahr. Haben wir nochmal einen freien? Jawohl. Jetzt haben wir interessanterweise hier doch wieder ein paar freie Fahrzeuge. Finde ich auch interessant. Ich schaue sicherheitshalber nochmal hier rein. Jetzt haben wir wieder eine Schicht verdattelt. Das war doch vorher dort leer. Und hier fehlen wieder 2. Ja, irgendwie ist es einmal so, einmal so. Also ich sehe hier irgendwie keine rote Linie. Also es ist nicht so, dass einfach mal ein Bus fehlt. Nee, da fehlt irgendwie an einem Tag keiner. Dann fehlen wieder 3. Das ist schon irgendwie manchmal ein bisschen merkwürdig. Postfach, ein Busfahrer. Oh, okay. Gut, auch hier müssen wir nochmal nachschlagen. Mitarbeiter einstellen, Busfahrer. Zack, zack, zack. 3 Stück. Da sind natürlich auch ein paar krank. Ist denn... Sorge für weniger Schichtausfälle. Ja. Nee, ich frage mich gerade. Die Touristendingens ist noch da. Deswegen verdienen wir hier auch Geld. Das sehen wir relativ ordentlich. Hier hat noch jemand geschrieben, habt natürlich auch recht. Dieses Minus, da hatten wir 26 Busse weniger, weil die zurückgezogen wurden. Das ist natürlich tatsächlich auch wahr. Da habt ihr recht. Das lag wahrscheinlich tatsächlich daran. 63.000. Dann mal schnell gucken gehen. Morgen bitte. Manchmal reagiert es einfach irgendwie nicht so richtig, wenn man hier drückt. Ich glaube, dann ist es am Rechnen. Jetzt fehlen hier 2 Fahrzeuge. Wir haben aber hier bei den anderen Dingen eben auch noch ein Problem. Beim anderen Depot, bei der 2. Oder ist das behoben? Ne, da fehlen auch 2. Gut, dann kaufen wir uns nochmal 2. Fuhrpark, beziehungsweise Marktplatz, 9 Bus kaufen. Ein Doppeldecker. So, jetzt kaufen wir immer ein bisschen die gleichen, weil ich da halt wirklich auch ein bisschen aufs Geld achte tatsächlich. 27.000 würde heißen, hier müsste eigentlich einer wieder weniger sein. Mal gucken, ob das funktioniert. Ne, da kommt einer dazu. Mhm. Also es ist halt wirklich unlogisch. Ich kaufe einen Bus für hier unten und dann fehlt einer zusätzlich. Und es liegt an den Bussen. Man sieht, es liegt nicht daran, dass da irgendwie ein Dingens fehlen würde, ein Busfahrer. Ich versuch's mal nochmal. Mit einem Solobus, einem Line City. Kaufen, lokal. Zack, den hier. Jetzt bin ich selber gespannt. Oder müssen die hier irgendwie erst hinfahren? Ich weiß es halt tatsächlich nicht. Ja, es kann sein, dass er jetzt angekommen ist. Wir gucken mal. Ja, einer ist angekommen. Der andere ist wahrscheinlich noch unterwegs. Ich weiß halt nicht, wie viel Weg die da noch zurücklegen müssen. Nicht genug Busse. Aber wir verdienen ordentlich Geld. Also wir können damit arbeiten, was wir hier haben. Ich gehe sicherheitshalber nochmal in die 3. Ich glaube, das ist das Depot, was im Moment am wenigsten Probleme macht. Weil hier haben wir wirklich auf 3-4 Tage raus genug Fahrzeuge. Das ist schon mal schön. So, aber neue Kachel kaufen. Das ist klar, das müssen wir noch ein bisschen zurückstellen. Solange wir hier keine Besserung haben. Wir können aber bereits ein weiteres Fahrzeug kaufen. Nochmal einen Solobus gerne. So, wir sind da ordentlich am Investieren, aber das ist halt. So, als Firma, jetzt mache ich das mal schnell. Ich glaube, der ist noch nicht drin. Doch, guck mal, der ist drin. Dann fehlt hier noch einer. Hier fehlen noch 2. Oben abziehen würde ich nicht, da hatten wir auch Probleme beim Depot 1. Das heißt, wir werden hier nochmal weitere kaufen. Weitere Busse. Gut, gehen wir zurück. Spiel wurde gespeichert, das freut mich. Ich wollte schnell gucken. Wir haben hier fast 200 Busse im Depot 1. Beim anderen 60 und im dritten Depot haben wir 56. Wir haben schon ordentlich Busse mittlerweile. Jetzt ist es Donnerstagabend, 20.15 Uhr. Uiuiui. Ja, dieses Touristending hier, das geht aber halt auch nur bis heute Abend, dann ist es weg. Das hat jetzt uns tatsächlich nochmal ordentlich Geld reingeschneit. Das ist natürlich sehr gut. Weil sonst hätten wir hier massive Probleme. Aber warum wir jetzt hier die Schicht verpasst haben, also das war irgendwie schon. Wir haben es doch eigentlich kontrolliert gehabt. Ja, und hier fehlen 2. Das heißt, wir brauchen hier auch nochmal Busse. Nochmal in dem Depot. Gehen wir dann nochmal gucken.
Im Fuhrpark. 9 Bus kaufen. Ein Doppeldecker geht noch nicht. Dann gibt es hier einen Solo-Bus. Ja, da sollen wir schnell warten und auf den Doppeldecker sparen. Nee, es ist Abend. Irgendwann ist hier das Geld wieder weg, das geht wieder ins Minus. Dann würde ich jetzt hier nehmen, was wir kriegen. Damit wir diese eine Schicht dort noch sozusagen handeln können. Aber nur, wenn sie auf die 45.000 hüpft, sonst werden wir ein Problem haben. Hüpfen wir. Jetzt war es ganz kurz dort. Jawohl, hat geklappt. Gut. Zack, jetzt werden wir ordentlich Minus haben, das ist logisch. Sobald wir hier ins Minus hüpfen, werden wir das kräftig tun. Schichtplan. Hier ist okay. Übermorgen, da fehlten 2. Ja, jetzt sind die sogar weg. Das heißt, das waren wahrscheinlich dann doch 2 Schichten auseinander und der neue Bus, der übernimmt die beiden Schichten. Gut, dann haben wir hier bis Montag Ruhe. Das hätten wir. Ne, Verträge ist gerade nicht interessant, sondern ich möchte nochmal zum Depot 2, weil hier auch Busse gefehlt haben. Ja, da hat sich nichts geändert. Wir bräuchten hier noch einen Bus. Aber ihr seht, jetzt sind wir hier ins Minus gerutscht. Da müssen wir jetzt halt die berühmte Geduld haben. Die berühmte Geduld, die das Spiel halt einfach fordert. Weil wir können nichts machen. Wir haben Minus, wir müssen das jetzt einfach mal laufen lassen. Wir könnten uns mal ansehen, die Liniennetzabdeckung in Oberschlatt. Ob das irgendwie Sinn macht. Oberschlatt, da haben wir es. Naja, wo ist das denn? Das ist ja, nein, guckt euch das mal. Ne, das können wir uns schenken. Ne, das ist dermaßen klein. Also da brauchen wir keine Liniennetzabdeckung. Da verdienen wir kein Geld mit. Wie sieht es eigentlich grundsätzlich aus hier? Ja, verdienen alle ein bisschen. Die hier lahmt ein bisschen, aber die ist natürlich auch noch neu. Da haben wir auch ein bisschen Verspätung. Ansonsten geht es mit der Verspätung. Da ist nirgends mehr irgendwie irgendwas rot. Ich wollte hier noch schnell gucken. Achso, nachts um 12. Gut, da ist die Auslastung überschaubar. Das müssen wir einfach machen, damit das wieder weg ist. Aber das ist ja Käse. Guck mal, 3700 und dann den Kuhstall zusammen mit dem Restaurant der Kirche, die sie dort haben, mit Bussen versorgen, macht keinen Sinn. Sorge für weniger Schichtausfälle macht mehr Sinn. 2 hatten wir in den letzten 4 Tagen. Ja, also das läuft, das ist auch in Arbeit. Ui, 100.000 Minus. Ja, wir kennen das Problem. Heiße Cargo ist super, 5 Sterne sind zu wenig. Hier ist auch noch in Ordnung. Einer vom Depot möchte uns sprechen, der braucht eine Pause, kann er haben. Ja, und jetzt stehen wir hier und warten. Bis das hier wieder grün wird. Da warten wir ein Momentchen, auf Tempo sind wir ja. Service Center Wartezeit. Das ist auch irgendwie ein neuer Knopf. Achso, ja, nee, das ist aber eine Anzeige. Wie lange die Leute halt im Service Center warten. Im Moment gar nicht, weil nachts um 13:30, da haben sogar wir geschlossen. Wir haben offen von 6 bis 12. Von 12.15 Uhr bis 21 Uhr. Wisst ihr was, wir werden das hier mal nochmal ausbauen. Auf 22 Uhr. Und werden hier nochmal 2 Leute einstellen. Service-Mitarbeiter. Und zwar gerne freundlich und halbwegs qualifiziert. Ja, qualifiziert sind sie nicht, aber sie sind freundlich. Und jetzt brauchen wir wieder Spinte. Spindinskis. Haben wir noch ein bisschen Platz? Ja, da haben wir noch mal ein bisschen Platz. Und wir haben hier Zeit, weil wir können sonst eigentlich nichts machen. Dann werden wir hier noch mal ein paar Spinte setzen. Ja, wenn ich dann irgendwie die Cam noch drehen kann. Da war es gerade wieder fröhlich am Rechnen. Spint. Das ist genau falsch rum. So, wenn dann so. Und hier in die andere Richtung gedreht, wäre dann so. So, aber eben Büroraum wird natürlich auch irgendwann fehlen, das ist ganz klar. Gut, ein bisschen Platz haben wir noch und sonst wäre mit den Spinden. Ich denke, hier können wir noch, ne, da können wir nichts machen. Aber wir haben hier hinten noch Fläche. Hier, da können wir relativ viel machen. 115.000 Minus. Okay, sehen wir hier, da sind wir bei minus 100.000, aber wir sollten tagsüber natürlich wieder an Geld kommen. Das Problem ist natürlich ganz einfach, diese Touristending ist weg. Also die haben wir jetzt nicht mit diesem Bonus vom Touristending. Aber ja gut, müssen wir halt im Auge behalten. Hier nochmal schnell gucken. Ist okay, das gefällt mir halt nicht. Ah, jetzt, oh, jetzt kommen wieder kaputte Busse. Ich habe natürlich jetzt aber auch nicht mehr geguckt, muss ich gestehen. Aber schön, wie wir hier dann doch den einen oder anderen Freien jetzt noch haben. Oder hatten. Doch, hier ist auch nochmal einer. Wie sieht es denn hier aus? 5 defekte Busse. Heieiei. Wenn man das nicht die ganze Zeit im Auge behält, dann hat man halt tatsächlich einfach irgendwann ein Problem. Und das haben wir jetzt gerade. Wir müssen wieder Schichten zuweisen. Scheibenwischer. Man kann auch mal ohne Scheibenwischer, wenn es nicht regnet.
Da gehen wir hier schnell raus und weisen hier eine Schicht zu. Wenn wir es können, wenn noch jemand frei ist. War gerade schön vorher, diese grünen. Hier hinten ist noch mal einer. Nehmen wir den. Jetzt haben wir Post. Ich muss noch dran denken, ich wollte noch die Busse reparieren. Selten gute Jobs, also wir haben genug Busfahrer. Im Moment, das freut mich. Also, wo war ich? Beim Busse reparieren. Der ist in der Werkstatt, der fährt Schicht, haben wir aber, glaube ich, jawohl, eingetragen. Der ist in der Werkstatt, der fährt Schicht, dann müssen wir den noch machen. Den haben wir auch gemacht, dann sind die versorgt. Gut, dann fahren die. Freut mich. Mit dem Tanken müssen wir ein bisschen gucken. Da können wir auch noch mal kurz den Fuhrpark uns gönnen. Und zwar unsere Busse. Alle. Meine Busse alle. Ich bin nicht bei den Defekten. Moment, haben wir neue Defekte? Ja, tatsächlich. Ja, müssen wir die auch noch machen. Ich wollte aber was ganz anderes machen, wie ihr gerade gesehen habt. Aber dann müssen wir zuerst das hier machen. Das ist wichtiger, weil sonst fallen da wieder Schichten aus und wir kriegen es nicht mal mit. So, jetzt müsste es aber passen. Meine Busse alle. Achso, da muss ich hier natürlich das Ganze machen. Ich guck mal aufs Benzin, aber irgendwo... Oh, guck mal, er hier. Tanken. Ich frage mich halt, ob er hier nicht nochmal... Weil das ist wahrscheinlich schon der Hauptgrund, warum teilweise eben dann die Meldung kommt, dass die nicht fahrtüchtig sind. Aber ich kann hier natürlich klicken, wie ich will. Es ändert nichts dran, dass wir wahrscheinlich zu wenig Tankstellen haben. Da könnten wir auch nochmal schnell gucken. Oh, der hier, der kann überhaupt nicht mehr fahren. Ja, das muss ich auch im Auge behalten. Da haben wir wieder nochmal etwas mehr, was wir gucken müssen. Es ist zwar die Automatik eingestellt, dass automatisch betankt werden, aber wenn natürlich keine Zapfsäule frei ist, dann können die auch nichts machen. Und wenn ich hier klicke, dann geht es wahrscheinlich schneller. Dann ist das sozusagen ein direkter Befehl. Ja, eine weitere Tankstelle. Also A, brauche ich nur dafür Geld. Und die müssen wahrscheinlich einen Parkplatz opfern. Oder kriege ich hier hinten eine Tankstelle hin? Können wir mal schnell gucken. Wo war das? Tankstelle. Gibt es da auch groß und klein? Ne, da gibt es einfach Tankstelle. Ne, hätte mich jetzt auch gewundert. Hätte mich jetzt tatsächlich auch gewundert, wenn hier noch was hingepasst hätte. Die Frage ist, ob er da nicht vielleicht sogar tatsächlich einen von diesen Parkplätzen opfern und hier nochmal eine Tankstelle machen. Wisst ihr, was das machen wir? Das ist natürlich jetzt nicht... Oh, aber ich kann es ja nicht bauen, wenn ich kein Geld habe. Wir schauen mal. Parkplatz opfern. Dankeschön. Gucken, ob das Teil hier hinginge. Müsste. Ja. Oh, kann ich sogar bauen. Wunderbar. Und das ohne, dass wir Geld haben. Das geht dann auf Pump oder auf Rechnung. Gut, also. Tempo haben wir auch. Das heißt, wir haben eine weitere Tankstelle. Das wird bedient, das Ganze, von einem Mechaniker, würde ich sagen. Dann stellen wir hier nochmal einen ein. Freundlichkeit egal, aber die Quali brauchen wir. So, nochmal zwei Stück. Sehr gut. Weniger Schichtausfälle hatten wir. Wir werden jetzt hier nochmal schnell gucken, weil ich einen Parkplatz gekappt habe. Aber das sollte auf die Anzahl der Fahrzeuge keinen Einfluss haben. Sondern das hat darauf einen Einfluss, dass die dann irgendwann keine Stellplätze mehr haben. Aber sie müssten genug haben. Das ist eigentlich klar. Weil die 26 Busse, die sind jetzt wieder zurückgekommen. Beziehungsweise wir haben hier ordentlich was abgezogen. Das meinte ich eigentlich. Oh, jetzt sind wir wieder in dem Depot. Das wäre hier die Linie 40. Steht hier irgendwo, in welchem Depot wir uns gerade befinden? In der 2. Okay, und in der 2, da fehlen uns Fahrzeuge. Können aber nichts machen, nicht mit 60.000 minus. Nicht hier wieder Pause machen, Kollege. Wir machen keine Pause, wir spielen gerade. Nein, alles besetzt. Na, da kann ich scrollen, wie ich lustig bin. Wir haben hier keine Möglichkeit, was zu machen. Ja, jemanden abziehen, aber wir haben oben tatsächlich jetzt wahrscheinlich auch langsam. Langsam aber sicher dann zu wenig Busse. Oder ich ziehe nochmal einen ab hier, wenn ich einen frei habe. Ja, wird wieder gerechnet, gemacht, getan. Dann ruckelt es in der Gegend rum. Ne, hier ist nichts mehr frei. Nein, nein, nein. Ne, ist rot. Ne, ist rot. Das können wir... Sollen wir das absagen? Das haben wir auch noch nie gemacht. Ne, ich würde es nicht absagen, weil wir haben noch ein bisschen Zeit. Jetzt vielleicht einer, der da oder der hier. Nein, auch nicht. Machen wir wieder Escape und lassen das laufen auf Tempo. 10 Uhr, jetzt müssen wir hier eigentlich langsam, aber doch auch wieder in den grünen Bereich kommen. Nicht, dass wir jetzt hier Probleme kriegen. Sobald wir hier irgendwie keinen Bonus mehr haben, jetzt zum Beispiel vom Touristendingens oder so, dass wir da nicht mehr in den grünen Bereich kommen. Sonst haben wir dann massiv ein Problem tatsächlich. Mal schnell zum Schichtplan hüpfen.
da fehlt jetzt schon wieder ein Fahrzeug. Heieiei. Ja, aber eben, also ich möchte mich jetzt natürlich auch nicht die ganze Zeit wiederholen. Wenn wir hier kein Geld haben, können wir nichts machen. Mir gefällt das hier nicht. Wir haben es 11 Uhr mittags und haben hier ein Minus. Und zwar ein kräftiges. Nochmal eine Schicht zuweisen. Was ist hier weniger? Tickets? Ja, ist mal weniger. Die Provision zurückgegangen, Subvention. Ja, das kommt aber nach und nach. Hier haben wir 500.000 im Prinzip umgesetzt, bei einem Verdienst von 3,25. Ja, das sind wir eigentlich auch schon im Bereich, wo wir verdienen. Okay, aber wir müssen erstmal das Minus hier wieder abarbeiten. Schicht zuweisen. Man reiche mir einen freien Bus. Denkst du? Ich habe vorher schon geguckt. Das würde mich wundern, wenn hier einer dazugekommen wäre. Bei der Schicht. Ich dachte, vielleicht hüpfen wir in ein anderes Depot, aber wir hüpfen gar nicht. Nee, hier wird gar nicht gehüpft. Nada, nix hüpfing. Gut, dann können wir hier Escape drücken. Und die laufen lassen. Ja, weniger Schichtausfälle. Oh, guck mal, jetzt habe ich aber doch was einteilen können. Ja, da kommt plötzlich wieder einer rein. Aber jetzt ist doch okay. Guck mal hier, bis Samstag, bis Sonntag. Das ist völlig okay. Dann hat das jetzt gegriffen. Aber hier ist halt wieder einer im Eimer. Wir haben es doch kontrolliert. Wir haben doch die defekten Busse jetzt oder die unbetankten. Ja gut, es kann natürlich sein, dass der jetzt einfach noch nicht dabei war. Also, dass der noch nicht in die, zur Tankstelle ist. Hier, guck mal, der ist das hier das Benzin? Ich kann es halt nicht lesen. Doch, Sprit. Der hat zum Beispiel keinen Sprit mehr. Ja, das macht schon Sinn. Dann kann der nicht fahren. Welcher war es? Er hier. Nee, welcher hat jetzt keinen Sprit mehr? Jetzt habe ich den wieder verdattelt. Er hier. Ja, geh du mal tanken und zwar dringend. Da müsste jetzt ein Mechaniker kommen. Ah, das funktioniert schon mal. Also er geht tanken. Ja, dann können wir den doch jetzt zuweisen, wenn der betankt ist. Nee, ist nicht einsatzbereit. Mach doch hier nicht immer die Pause rein. Da ist einer einsatzbereit. Den nehmen wir. So, einmal diesen. Sehr gut. Hier wird gewuselt gemacht, getan. Wird die Tanke hier hinten? Die wird noch nicht genutzt. Aber sie könnten sie nutzen, wenn sie wollen. Das ist schon mal wichtig. So, hier ist okay. Jetzt haben wir aber beim Depot 2 halt noch Probleme. Dahingehend. Boah, nachmittags um 2 und wir sind hier immer noch in einer roten Zahl drin. Das gefällt mir halt komplett nicht. Beim Depot 2. Ganz schnell durchscrollen, wenn wir schon hier sind, ob irgendwas gelb ist. Nein, ist okay. Und beim Depot 2 schnell den Schichtplan angucken. Für morgen. Ja, hat sich nichts geändert. Hier brauchen wir zwei Fahrzeuge, das ist klar. Gut, liebe Freunde, dann machen wir hier einen Break. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sind tatsächlich wieder hier im Plus, aber das irgendwie nachmittags um 2. Also irgendwie das mit den Finanzen, das gefällt mir gar nicht. Das müssen wir im Auge behalten. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann wird hier morgen wieder weitergespielt mit unserem Bus. Danke und bis morgen. Tschüss.